Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge One Block. Und heute werden wir natürlich die 8. Phase zu Ende machen und ich werde euch mal so ein bisschen erklären, wie das hier am Ende eigentlich alles auszusehen hat, soll, tun muss. Es könnte nämlich echt cool werden. Aber erstmal muss ich mein Inventar aufräumen. Und während ich das mache, kannst du das Video liken, den Kanal kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann geht's schon los. Wir haben ja Honig. Aber sind da noch Bienen drin? Ich muss mal gerade ein Lagerfeuer holen. Gut, dass das Lagerfeuer einfach keinen Qualm macht mit dem Shader. Ah, ich höre Bienen. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das hier zumachen, weil sonst die Bienen am Feuer sterben könnten. Das machen wir einfach mal gerade so. Und hier noch. Und schon sind die Bienen doch safe. Und da ist ein Lagerfeuer drin. Das ist doch alles gut, ne? Kann man machen. Jetzt aber schnell was zu essen. Und dann können wir unser Bett schon mal in unser neues Zuhause verfrachten. So als erstes Möbelstück hier rein. Und ich glaube, ich würde es tatsächlich irgendwo hier hin machen, weil ich habe keine Lust, immer hochzuklettern. Tür zu. Gute Nacht. Puh. Phase 8, bring mir Glück. Ich glaube, diese Phase 8 müllt einfach alles zusammen, weil man bekommt einfach alles. Man bekommt Netherkram, man bekommt Aquatikram, man bekommt Esel, Schleime, ich weiß nicht. Das ist einfach so, Phase 8 ist die Müllhalde. Und damit tatsächlich so ein bisschen die anstrengendste, auch wenn man es nicht glauben mag. Echt jetzt? Ein Skelettpferd? Was? Ich habe genug Tiere. Ich meine, ein Skelettpferd ist ganz cool, aber ein Phantom? Echt jetzt? Was soll ich denn damit? Und ein nicht sehr intelligentes Phantom. Entschuldigung, aber ein Zombiepferd. Also für alle, die es nicht wissen, diese zwei Pferde gibt es wirklich in Minecraft und sind schwierig zu besorgen, sag ich mal. Aber nichtsdestotrotz, was soll ich damit jetzt machen? Also, ich... Okay, die Überlegung ist ganz einfach. Wir bauen jetzt neben dieser Brücke links und rechts ein Haus. Und dann müssen wir da nochmal links und rechts daneben einen Stall für unsere kleinen Tierchen machen. Und wir bauen die Häuser genauso wie die anderen Häuser auch. Bekommt man dann auch eine richtig schöne Idee, wie das am Ende aussehen soll. So, zwei Häuser, zwei Ställe. Jetzt können wir die Tiere da reinbringen. Und das ist auch die Überlegung. Hier, das kommt noch weg und wird nach oben verlegt in die nächste Etage. Und dann machen wir hier unten um unsere Hauptplattform rum nur Häuser mit Tierstellen und so weiter. Und die werden dicht gemacht. Das heißt, hier zwischen Häusern so wird alles zugemacht, bis auf ein paar Wege nach oben. Und dann gibt es oben die nächste Etage, die quasi hinter den Häusern entlang läuft, dass wir so ein bisschen so einen Trichter nach oben kriegen. Mal gucken, wie das aussieht. Aber jetzt brauche ich erstmal meine Leine und ich glaube, die ist noch... Noch beim Strider? Nee. Wo habe ich denn meine Leine gelassen, sag mal? Na, wo habe ich denn meine Leine? Hier ist sie nicht, ne? Nee. Der ist doch angeleint. Hier. Ich bin ja auch doof. Jetzt müssen wir nur hier natürlich wieder rauskloppen, neu machen und so, weil... Ja, die Tiere brauchen ein bisschen mehr Platz. So, Zombiepferd, du bist Nummer 1. Mitkommen. Mitkommen, Zombiepferd. Mitkommen. Komm mal hier rein. Schiebe mal ein bisschen. So. Schieb, schieb. Danke, danke. Pferdchen Nummer 1 haben wir. Genau. Einmal da. Ja, ja. Ich nehme meine Leine gerne wieder. So. Pferdchen Nummer 2 ist auch drin. Jetzt können wir erstmal schlafen. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter, was uns Phase 8 so bringt. Namensschild, Goldkarotten. Ja, rote Beete-Samen sind nicht so geil, aber das ist schon mal nice. Ein Raum voller Agrobienen. Weiß nicht, ob ich die rauslassen will. Ey, okay, du stirbst auch, Entschuldigung, tut mir leid, ihr habt keinen Stachel mehr, ihr werdet sterben. Oder doch nicht? Die da hat noch einen Stachel. Vielleicht ist die auch nicht aggro. Tut mir leid für die anderen Bienen, aber das war's für euch. Ich habe das Gefühl, dass Phase 8 einem so random geben soll, was man theoretisch gebrauchen könnte, weil da ist wirklich alles durcheinander. Und ich bin mal gespannt, was hier mit bald meiner Zoohandlung, also mit den Katzen hier all passiert und in der Truhe ist. Wow, ja, vielfältig. Wow, sehr, sehr vielfältig, die Truhe, danke. Monsterparty! Hört das irgendwann mal auf, da drin zu spawnen? Ich meine, was da drin? Ein Haufen Agrobienen? Die sind doch gleich von alleine nicht mehr aggro.
Wobei, die haben einen Nametag, ne? Es könnte sein, dass die aggro bleiben. Wir warten mal. Wir warten mal. Wir gehen mal schlafen. Wobei, sind hier ein Haufen Monster. Ich glaube nicht, dass ich schlafen kann. Klar kann ich schlafen. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, die bleiben für immer aggro, weil die Nametag und alles haben. Ich konnte auch schlafen, trotz Monster und so. Ist ja süß. Okay, was haben wir hier sonst noch? Phantome? So, das war die Monsterparty. Das war sehr, sehr einfach. Die ideale Truhe. Willst du mich in die Pfanne hauen, Spiel? Ich will ja nichts sagen. Aber mittlerweile rennen hier 12 Katzen drin rum. Ja, das muss doch stinken ohne Ende. Und was soll ich mit so vielen Katzen? Die spawnen in einem Dorf sowieso automatisch, wenn wir hier mal genug Dorfbewohner und so haben. Also das ist ein bisschen useless. Schon geschafft? Na, gerade mal 600 Blöcken. Okay, das kam unerwartet, ehrlich gesagt. Dann müssen wir mal schauen, was uns jetzt als 9. Phase erwartet. Hoffentlich nicht noch mehr Tiere. Weil so langsam werde ich bekloppt bei diesem ganzen Miauen und weiß ich nicht. 3, 2, 1, boom. Ein karges Land liegt vor dir. Trostloses Land. Ich weiß nicht. Vielleicht erwartet uns ja viel Stein. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Ich muss ja sagen, dieser Aufgang hier gefällt mir nicht, ne? Das passt nicht in meine Bauidee rein. Den müssen wir nochmal ändern. Dafür muss ich aber erstmal ein bisschen Stein klopfen. Und dann gucken wir mal weiter, was ich meine. Jetzt machen wir noch viele Stufen. Also, so, ein paar. Und dann treffen wir uns mal hier. Guck mal hier, das ist ja 1, 2, 3 hier. Hier hinter müssen wir uns quasi treffen, ne? Noch ein weiter hinten. So. Und dann genauso hier hinter dem Haus. Bienen. Die chillen einfach da unten rum. Die sterben nicht mal, ne? Die sind einfach unten angekommen. Und das war's. Geil. Creeper? Wo bist du denn gespawnt? Und ich war AFK, während ich Stein geklopft habe. Oh boy, habe ich ein Glück. Die Katze hat mir das Leben gerettet. Katze, du bist leider geil. Creepermann! Trifft der... Oh, schade, das wäre so geil gewesen, hätte der Speer jetzt eine Biene getroffen. So. Puh. Danke, Katze. Du bist nice. So, und jetzt müssten wir quasi hier, wo wir jetzt das Dingens gemacht haben, ne? So, müssten wir jetzt eine Wand ziehen. Jetzt haben wir theoretisch hier noch eine Ecke, in der wir was machen könnten. Oder hier, ne? Wir könnten hier so einen kleinen Heuhaufen hinmachen oder so. Strohballen, ne? Keine Ahnung. So würden wir quasi das Ganze abdichten unten rum. Und dann gäbe es irgendwo einen Weg nach oben. Zum Beispiel hier eine Treppe hoch, ne? Oder wir könnten natürlich auch hier die Treppe hoch machen, wenn wir wollten. Machen wir das doch mal. Machen wir doch da mal einen Weg hoch. Und keine Sorge, das kann man alles schön machen, ne? Nicht, dass jetzt so einige denken, ih, das ist voll hässlich und wie kannst du nur so bauen? Nee, nee, alles gut, alles gut. So, dann geht es hier zum Beispiel hoch. Und dann können wir hier, wir sind ja jetzt hier quasi oben, ne? Können wir hier direkt wieder so ansetzen. Und die nächste Etage machen. Und dann können wir hier zum Beispiel Felder hinmachen, Baumplantagen, keine Ahnung, was wir so brauchen, ne? Müssen wir gucken. Aber so machen wir dann unseren Wohntrichter quasi. Ich finde die Idee ehrlich gesagt sehr geil, weil dann haben wir irgendwann so eine richtig kleine, kompakte Stadt oder so, weißt du? Finde ich irgendwie nice. Und wenn wir genug Etagen bauen, dann kommen wir auch irgendwann da oben an. Aber was hältst du von meiner Idee des Wohntrichters? Und am meisten Arbeit wird tatsächlich das Gras nach oben zu kriegen. Aber schreib mir mal in die Kommentare, ob du das auch so bauen würdest. Oder vielleicht Änderungsideen hast? Ich bin raus für diese Folge. Vielen lieben Dank. Ciao. Mit V.